Der unendliche Gipfel ist, wie das Buch schon zeigt, ein Bergsteigerroman. Etwas für Abenteurer, Leute, die einfach gerne wandern, alpin wandern, auch gerne ambitioniert. Wir begleiten hier nicht nur Walter und sein Kumpel durch ihre Jugend und das Erklimmen hoher Berge auf der ganzen Welt. Es geht auch wirklich um die Bergsteigergeschichte, die nebenbei erzählt wird. Wer wann wo zuerst war, was überhaupt der Ansporn von solchen Menschen ist, irgendwo ganz weit oben als allererstes drauf zu klettern, warum es manchmal für das Ego wichtig ist, dass der Name irgendwo dran steht oder auch nicht. Es ist super spannend, man hat direkt Lust, seine Wanderschuhe zu schnüren und vielleicht wenigstens in den Harz zu fahren. Kann ich wirklich nur empfehlen, als Geschenk für alle, die Fernweh haben, die sich für, wie gesagt, alpines Wandern interessieren und auch wirklich Spaß an Abenteuerromanen haben.